Hallo? Entschuldigung, ist das hier die Praxis von Dr. Hanno Verbier? Nein, das ist die Praxis von Dr. Van der Grenn. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe einen Termin. Ah, nein. Ich glaube, Sie haben sich im Stockwerk geirrt. Einen Moment bitte, ja? Guten Tag. Kann ich Ihnen was zu Elga Esser erzählen oder wollen Sie sich umschauen? Elga Esser? Der hat aber eine schöne Wohnung. Wäre eine schöne Wohnung. Aber das ist eigentlich eine Galerie hier. Ach Gott. Galerie, klar. Schauen Sie sich einfach um. Das verändert sich ja, wenn man drauf zugeht. Du, das ist ein Briefoto für dich. Ah. Allo, oui, bonjour. Und immer ist es das Meer. Ja, und damit natürlich auch ein Bild der Unendlichkeit. Wie das leuchtet. Dass man sowas malen kann? Na, das könnte man vielleicht auch so malen. Aber viel interessanter ist, dass es Fotografien sind. Fotos? Nein. Wie kann denn so ein Foto so leuchten? Naja, die sind nicht auf Papier, sondern auf versilberte Kupferplatten aufgebracht. Das ist eine ziemlich außergewöhnliche Technik von dem Künstler. Also verändert sich das die ganze Zeit mit dem Lichteinfall. Wollen wir uns das mal anschauen, ohne die Strahler? Na, vielen Dank, jetzt sieht man ja gar nichts mehr. Moment, Moment. Stimmt. Die Farben sind ja jetzt ganz anders. Eigentlich ist das ja wie am Meer, wenn sich die Stimmung ändert. Sagen Sie, machen Sie das hier öfters mit Fotos? Wir zeigen auch Malerei und Zeichnung und Skulptur. Mögen Sie ein Heft mitnehmen? Wenn Sie sich ein bisschen mit dem Programm und den Künstlern vertraut machen. Vielen Dank. Gerne. Sagen Sie, die Tür, die steht aber nicht immer offen, oder? Nein, man kann zu den Öffnungszeiten kommen, wenn man unten schält. So wie Sie das gemacht haben. Ja. Mein Arzttermin. Ich muss sofort weg. Ich bringe Sie zur Tür. Moment. Vielen, vielen Dank. Aber kommen Sie gerne bald wieder.